Kann ja gut möglich sein. Oh. Aber ziemlich voll da hinten. Warum zum... Sag mal, werden jetzt hier Pfeile zum Schlafen niedergelegt oder was? Eine Katze, die wieder einmal keine Ahnung hat, wo sie hingehen soll. Super. Hier liegen immer noch haufenweise Steine. Packen die eigentlich das Weizen hin? Wird das da reingeschmissen? Wird das Weizen hier irgendwo reingefeuert? Reingeworfen? Ich sehe es nicht. Oder wird es gar nicht erst abgebaut, weil... Okay. Und da wird es gar nicht erst abgebaut, weil keine Kisten zur Verfügung stehen, wo man es reinschmeißen könnte. Ist das Ei schon ready? Oh, gleich. Schmeiß mal ein paar da rein. Was ist, wenn ich jetzt den hier nehme? Und, ach so, das kann ich nur mit den Tasten machen. Und zum Beispiel auch mein Level 20er da reinkloppe. Scheinbar kein Unterschied, wa? Da habe ich wohl scheinbar absolut keinen Unterschied. Okay. Mehr kann ich nicht, weil ich dafür jetzt 16 brauche. Heilige Scheiße. 16 Stück, ey. Ja gut, von diesen Miezen habe ich leider nicht genügend, soweit ich weiß. Habe ich hier irgendein Perl, das die ganze Zeit irgendwas am Machen ist, was ich eventuell gerade irgendwie upgraden könnte? Glaub nicht, wa? Weil so sporadisch, wie ich hier am Sammeln bin. Ich glaube, ich kann da jetzt gerade nichts großartig machen. Na, okay. Oh, hey. Was haben wir da für ein Viech? Ein Melpaka. Ach so. Nehmen wir das Feuchte mal. Da ist. Siehst du, hier ist ein Stein drin. Den habe ich nicht da reingetan. Den habe ich nicht da reingetan. Dann hat irgendeins von den Viechern hier reingeschmissen. Da ist eine Kiste. Oh, für die Zuchtfarm. Was genau ist das? Perls oder Eier oder was? Ich vermute mal, das sollen dann wohl die Eier sein, die dann da reingeschmissen werden. Vermute ich mal. Ich bin wieder weg. Ah nee, warte mal, Quatsch. Nee, 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 nee. Ich kann ja hier, ne, das da Schlange bauen.
Waffenwerkbank, genau. Irgendein Idiot soll mal ein paar Nägel bauen. Wenn ich Material hätte. Gib mal her. So, der baut das da. Ich pack mal das Metall irgendwo rein. Da. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Was bringt? Ob das ein bisschen was bringt? Dass du einfach mal hier und da so random irgendwelche Viecher dann da drin hast? Ich baue mal davon so ein paar. Ich klatsche die mal hier hin. Muss ich die innerhalb oder außerhalb? Ich glaube, ich muss die innerhalb, oder? Warte mal. Nein, nicht bauen. Achso, warte mal, ich baue es direkt? Oh, tatsächlich. Das ist direkt gebaut. In dieser Falle können Panels, die hindurchlaufen, festgesetzt werden. Festsetzende Panels sind leichter zu fangen, nur für kleine Perls. Ja, aber am besten mache ich das einfach mal so. Einen stelle ich hier draußen hin und den Rest hier drin. Rückbaumodus. Wie das hier gerade aussieht, ne? Das hier in Kombination mit dem hier. Weißt du, hier habe ich quasi die Androhung, wenn ihr hier nicht arbeitet, dann ne, endet ihr hier so. Und hier habe ich den passenden Strick dafür. Oder ist das eine Foltermaschine da hinten? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab ja hier ne, einen merkwürdigen Laden hier am Laufen. Aber so richtig merkwürdig. Müsste ich nicht genügend haben? Ja, ich müsste, glaube ich, genügend haben. Das war die falsche Taste. Warum? Ah, jetzt. Ja, die Nägel hättest du ruhig weitermachen können, du. So. Dann müsste ich ja jetzt die Werkbank bauen können, richtig? Yep. Okay, die Werkbank klatschen wir mal. Die haben hier einen komischen Pfad. Klatschen wir die einfach mal hier hin. Ah, ich habe kein Material über in der Tasche. Super. Ja, alle sind so happy, dass sie ihre Waffenwerkbank gebaut haben. Was kann ich damit machen? Nichts Besonderes, außer dass ich mir jetzt Enterhakenpistolen hier bauen kann. Was eigentlich auch nicht verkehrt wäre, oder? Ach, mit 30 Metallbarren brauche ich insgesamt. Oh, und 5 antike Bauteile. Ja, das ist ja super. Ein Feuerbogen. Ein Bogen, der aber am Brennen ist. Sieht jetzt nicht wirklich interessant aus, du. Was ich da drin habe. Kann zwar jetzt ein neues Level für mein Lager haben, aber... Naja. Baue... Pelf-Flauschbett, setze ein Pelf-Arbeiten im Lager ein. Flauschbett?
Erstmal baue ich hier erstmal wieder irgendwo eine Stelle mit Stroh hin. So. Damit jeder dann fragen kann, warum liegt hier Stroh? Und warum hat der eine Maske auf? Gott, der Scheiß ist auch so alt, ne? Schießpulver, Muskete. Oh. Minderwertige Munition. Ah, super. Munition für Waffen vom Typ Muskete und alte Pistole. Holzkohle und Schwefel. Wo soll ich denn Schwefel herholen? Hochwertiges Perl. Ich kann es freischalten, aber machen kann ich damit nichts. Pingulett Panzerfaust, ey. Abschussrohr für Pingulett ermöglicht es dir, Pingulett bei Aktivierung der Partnerfähigkeit zu verschießen. Wie? Ich verschieße Pingulett? Als Geschoss. Weil Pengulet bereits ja sozusagen Bullet im Namen drin stehen hat. Und beim Aufschlag wird es dann kampfunfähig. Okay. Ich habe ja eine merkwürdige Art und Weise, wie ich irgendwelche Partnerfähigkeiten nutze. Dritten Opfer darauf wird es festgesetzt, nur für kleine Perzen und Menschen. Wait, das ist dann also quasi dasselbe wie halt die eine Falle, nur halt mit einem mit einer Bärenfalle. Okay. Okay. Die arktische Tracht. Das ist dann scheinbar wohl die gewöhnliche Version. Na gut. Na gut. Ach, ich drück die falschen Tasten. Soll ich dich reinschmeißen? Du wärst dann hier für Dingensbums nicht vielleicht verkehrt, oder? Für die Herstellung und den Transport. Eventuell auch, um irgendwelche Arznei herzustellen, aber ich weiß nicht, wie wichtig das gerade ist. Kann ich auch genauso gut dich hier nehmen. Oder ich nehme halt noch einen von diesen Fixies hier rein. Naja, lass mal den arbeiten. Wo geht der denn jetzt hin? Ach so, transportiert. Wo bringst du das Ding jetzt hin? Ach ja, in die große Kiste höchstwahrscheinlich. Wofür du komischerweise einmal rumläufst. Ist hier kein Pfad? Oder... Merkwürdig. Na, okay. Alle sind sie da gerade in Felsbrocken am Zertrümmern? Komisch, dass die jetzt scheinbar auch respawnen. Das haben sie vorher nicht gemacht. Oh ey, ich hab dann Hühnchen gefangen.
Wait, heißt es dann jetzt, ich könnte es theoretisch einfach hier... What? What? Was guckst du so blöd? Die gehen kaputt? Ah ja, und der geht auch langsam kaputt. Das ist aber dann doof, dass die kaputt gehen nach der Benutzung. Das ist ja richtig blöd. Ich meine, gut, die waren jetzt, glaube ich, nicht teuer, oder? Warte mal kurz. Wo ist denn das? Ja, 10 Holz, 5 Steine, ich meine, so teuer jetzt nun auch wieder nicht, aber trotzdem, das ist halt, I don't know. Fühlt sich ein bisschen wie eine Verschwendung an, um ehrlich zu sein. So, nochmal kurz Twitch neu laden. Immer noch eine instabile Bitrate, die keinen Sinn ergibt. Naja, fresse ich erstmal ein rohes Chicken Wing. Nee, das könnte ich nicht hinkriegen. Es sei denn, so ein Perl würde es hinbekommen, den weit genug runterzukriegen. Ich habe gerade eine richtig bescheuerte Idee. Was ist... Ex-Söldnerin mit schlechtem Knie. Was ist, wenn ich beispielsweise versuchen würde, einen Typen von dieser Miliz zu fangen? Das Problem ist, ich dürfte die nicht anschießen. Die Perls müssen die treffen. Weil scheinbar, wenn die Perls das machen, dann werden die nicht immer weiter aufgelevelt. Aber wenn die spawnen, sind die, glaube ich, Level 27 oder so, wa? Na, 21. Das heißt dann für mich... Ja, okay. Ja, trotzdem. Das heißt für mich, ich müsste noch ein bisschen weiter leveln und vielleicht eine bessere Waffe haben, damit ich diesen schwachsinnigen Gedanken eventuell mal versuche auszuführen. Wer weiß, ob das überhaupt geht bei den Milizen. Kann ja sein, dass es bei denen nicht funktioniert. Oder es kann auch sehr gut möglich sein, dass bevor ich das hinbekomme, tot sein werde. Was ist denn das? Ach, ein Ast. Ne? Naja, scheint wie ein Ast auszusehen. Das scheint wie ein Ast auszusehen. Däh. Wieder schön dieses Knirschige, weil da was vom Tee aus dem Beutel scheinbar kam. Bäh! Gott, wie ich das hasse. Ist bei manchen Tees irgendwie schlimmer als bei anderen. Wobei, warte mal. Kann man mit Chillet eventuell sprinten? Oh jo, kann man. Super. Aber hat auch Ausdauer, ist ja... Ist das abhängig von meiner Ausdauer oder ist das abhängig von Chillets Ausdauer? Was ist, wenn ich jetzt versuchen würde, so einen Marmorrest
umzuklatschen. Ich meine, ich könnte jetzt gerade einfach mit dem hier durch die Gegend rennen. Ne? Wobei, kann ich ausweichen? Ich kann nicht ausweichen. Na, ich versuch's einfach mal. Na toll, nicht getroffen. Au. Das hätte mich wahrscheinlich gut möglich instant gekillt. Vermute ich mal, diese Schockwelle, die da gerade war. Oh, jetzt muss es auch noch Nacht werden. Ne? Schön erstmal eingefroren. Ah, diese Drachenwelle ist nicht so toll. Weiß nicht, welchen Nutzen die in irgendeiner Form haben könnte. Also zumindest jetzt halt für mich. Wenn Schillet da Amok läuft, ich glaube, das ist dann da ziemlich Ralle. Dass es scheinbar nicht irgendwie sowas wie Aktionspunkte oder sowas in der Art gibt. Okay, mal absteigen. Einpacken. Und gucken, ob ich es fangen kann. Hat wohl keinen Bock darauf. Aber die Sphäre zu schwach ist. Nur noch eine. Na, schade. Hätte ja sein können. Hochwertiges Perlöl. Oh, 5 Stück sogar davon. Und den kann ich jetzt durch die Gegend rollen. Oh, was war das denn? Weil Chillet da drinnen gespawnt ist. Mal eben den Berg runterwerfen. Toller Berg. Abhang vielmehr gesagt. Bye! So bescheuert dieses Game teilweise, ey. Okay, wo will ich überhaupt hin? Was ist das da hinten? Sieht irgendwie interessant aus. Achso, das ist eins dieser Rochen wahrscheinlich. Broncherry?
Wo? Ach da! Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie ein Brontosaurus, nur in Pflanzenform. Müsste ich eine Lampe haben. Sieht irgendwie cool aus. Bote des Frühlingswindes. Okay, Bote des Frühlingswindes. Ich habe hier den Boten des Winters. Ich hab's gewusst, dass der wieder so ein Instant-Ding drauf hat. Wow! Bye! Hast du Fallschaden? Nö. Super. Was ein Cheater. Oh, was war das denn? Erinnerte mich gerade so ein bisschen an Nee, kann man das damit vergleichen? Nee, glaub nicht. Chill it. Antanzen. Na, das läuft mir schon eher hinterher. Nicht so wie dieses Marmorrest, was da schön gemütlich durch die Gegend dackelte. Ja, wobei, du bist aus irgendeinem Grund jetzt auch so ziemlich am Hinterherdacken. Kann das sein? Du machst ja sogar noch weniger als dieses Marmorrest. Nur weil ich reite? Ah, jetzt hat es wieder herausgefunden, dass es auch angreifen kann. Okay, das ist eine Bombe, die mehrere Bomben... Das ist eine Clustergranate. Ein bisschen schade übrigens, dass der Angriff von Daydream scheinbar keinen Gift-Effekt hat, wenn man es als passiven Partner mit dabei hat. Und dieser Eisangriff hat ja mal gar nichts gemacht. Ach so, weil ich ausgehungert bin. Ich mach gerade keinen Schaden. Ja, das ist ja natürlich doof. Oh, und Chillet hat überhaupt gar keine Gesundheit, sehe ich gerade. Der Gesundheitsbalken ist einfach grau. Da ist gar nichts. Ja, beim nächsten Mal, wenn ich das hinkriege, dass der eingefroren ist, dann mache ich mal hier Futter. Fängt das langsam an, dass ich auch einen Real-Life-Hunger habe, verdammt. Nein! Oh, ich habe Chillet unterm Hintern kleben irgendwie.
Ich hab dir gerade in den Hintern geschossen. Du hast keinen Damage bekommen? Hast du einen gepanzerten Hintern? Da schießt er mit einer Panzerfaust drauf und kriegt keinen Schaden dann, wa? Nichts mit irgendeinem Statuseffekt. Will nicht, dass der hier irgendwie monstermäßig Schaden kriegt durch irgendwelche Statuseffekte. Ja. Wird schon schwer genug haben, den überhaupt fangen zu können, also falls überhaupt. Wieder alle Pulsphären verbrauchen. Ja. 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 Nur 2 Damage. Da mache ich ja mit der Armbrust mehr. Scheinbar wird es nicht besser mit dem Fang. Ich dachte, vielleicht noch ein bisschen mehr Damage würde ausreichen, aber ich glaube, da kommt nichts drum rum. Ja. Oh. Ihr Körperduft vor und nach der Paarung unterscheidet sich beträchtlich. Der Duft, nachdem sie einen Partner gefunden haben, wird auch der Duft der ersten Liebe genannt. Okay. Und wie viele Pulsphären habe ich dafür wieder verschleudert? Alle möglichen, ne? Ja. Toll, ich wollte es eigentlich jetzt gerade nicht verschwenden, aber gut. 22 habe ich nur noch rumfliegen. Ja, toll, was ist das denn? Seltene Drachenkugel. Eine funkelnde Kugel, die von Pelz gefunden wird, erzielt beim Händler einen guten Preis. Okay. Bronze-Cherry-Fleisch. Mal eben schön noch eine Scheibe abgeschnitten, bevor ich es in mein Lager reingeschmissen habe. Ne, das ist dieses komische Dinosaur oder so ähnlich. Tomatensamen. Nur Aussaat? Könnte es eigentlich ein bisschen mehr machen als nur Aussaat. Sieht aber aus wie die Weiterentwicklung davon. Oder nicht? Nur so ein bisschen. Naja, gut. Oh, welches Perl ist denn ausgehungert? Das, was gerade tot ist, oder was? Es ist ohnmächtig, aber es kann immer noch essen. Kriegt die Bären per Schlauch reingedrückt. Andere haben eine Stopfgans, ich hab eine Stopfseegurke.